Ja, die Jungs haben gut lachen, weil er hier derjenige ist, der dieses Weihnachtsboxen organisiert hat. Und damit ein herzliches Willkommen hier erstmal quasi in der Webshow von Sport im Osten. Boxen live aus Magdeburg, aus dem Maritim Hotel, das ja er immer so gerne als Las Vegas des Ostens bezeichnet. Heute ist es sozusagen die Weihnachtshauptstadt, zumindest mal für die Boxwelt an diesem Wochenende. Ulf Steinfurt, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen Ihnen. Wunderschönen guten Abend. Schöne Weihnachten kann man ja fast schon wünschen, wenn an so einem traditionellen Abend. Auf jeden Fall erstmal einen besinnlichen vierten Advent. Ja, das wird so sein, auch wenn hier natürlich jede Menge Fäuste noch fliegen werden. Dieses Weihnachtsboxen ist ja schon so ein bisschen traditionell, auch für Sie als SES-Boxstall. Ne? Sie haben einmal ausfallen lassen, ansonsten gibt es das ja immer. Also es gibt es eigentlich bei uns immer und wir haben ja letztes Jahr die schmerzliche Erfahrung machen müssen ohne Publikum und möchte vielleicht vorher auch schon mal für alle Leute sagen, alle Leute sind, wir haben die 2G-Regel plus, also das heißt, alle Leute sind geimpft oder genesen. Zusätzlich haben wir eine eigene Teststation, professionell, wo alle normal aktuell, tagesaktuell getestet sind. Also und natürlich das ist alle negativ getestet. Genau, sonst kommt man hier nicht rein. Und Insgesamt 500 Gäste, 500 Zuschauer werden Platz finden hier. Aber dieses Weihnachtsboxen, warum ist Ihnen das so wichtig? Naja, das ist so, erstmal ist es ein bisschen so das Weihnachtsgeld der Boxer. Okay, da denken Sie an Ihre Sportler. Sehr gut. Wir müssen an die Sportler denken, die sind ja alle, das ist ihr Job, die verdienen damit Geld. Aber es ist einfach auch so eine Jahreszeit, wo die Leute das vielleicht zu Hause auch mehr Zeit haben zu schauen im Fernsehen. Und natürlich auch für die Leute, die sagen, okay, das ist vielleicht meine Weihnachtsfeier, das ist ein schöner Jahresausklang, dass ich dann zum Boxen gehe. Unter normalen Umständen ist das natürlich, sind wir hier mit 1200, 1300 Zuschauern, heute mit 500, aber es ist okay, wir sind glücklich und happy, dass wir es heute machen dürfen. Mhm. Und haben Sie auch an Ihre Boxer schon ein paar Weihnachtsgeschenke verteilt oder gibt es das erst nach dem Kampf heute? Wenn ich ganz ehrlich bin, Weihnachtsgeschenke gab es noch nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend kommen. Das heißt also, das findet danach statt. Wir haben ja auch immer eine Weihnachtsfeier gemacht und das ist heute dann praktisch im Anschluss, gibt es dann die offizielle Weihnachtsfeier dann hier im Hotel. Okay. Wie ist das eigentlich, wie wird man eigentlich Chef vom Team Deutschland? Weil Roman Fress ist ja der neue Chef, der Nachfolger von Dominik Bösel. Bestimmen Sie denn, wer wird da gewählt im Mannschaftsrat oder wie läuft das? Also es ist nicht so wieder mit dem Bundeskanzlerwahl. Also es ist schon, wir bestimmen das im Team, aber logischerweise, ich als Boss macht da Vorschläge und die gehen meistens durch. Natürlich. Klar, wenn der Chef sagt, ich hätte es gerne, ist es meistens so, dass vor allen Dingen der Vorschlag gut war. Das gehört ja mit dazu. Ja, an der Stelle muss das erwähnt sein. Und dann ist die Widerspruchsrate relativ gering. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend heute hier im Kreise der vielen Boxfans, die hier mit dabei sein werden und freue mich auf einen sehr spannenden Boxabend. Und wir wollen mal reingucken gestern zum Wiegen. Sabrina Abramowski übernimmt das für uns. Harte Männer mit sanften Klängen, die Boxer in Weihnachtsstimmung. Einzigartig. Ich glaube, sowas gab's sowas mal in der deutschen Boxszene. Oder ich weiß nicht mal, in Amerika macht es ja Tyson Fury, das ja eigentlich das Singen erledigt, im Ring und Boxring. Ne? Jetzt gibt es einen deutschen Sänger, einen deutschen Boxer, der singen kann. Gewicht machen zur Weihnachtszeit nicht die leichteste Aufgabe. Fressgegner Adam Usumov, 400 Gramm zu schwer, schafft erst im Nachwiegen 2 Stunden später das Limit von 90,781 Kilogramm. Das ist alles, denke ich mal, eine psychische Belastung. Jetzt muss er noch abkochen und das zweite Mal wiegen, obwohl man eigentlich essen gehen kann schon. Ne? Roman Fress hat gestern auch noch abspecken müssen. Dank einer extra Laufeinheit bringt er 90,4 Kilogramm auf die Waage. Ich glaube an mich. Mein Glauben, mein Vertrauen. Ich glaube an meinen Trainer, das, was er mir sagt in der Ecke, dass ich das erfülle und das mache. Und das bringt uns zum Sieg. Einfach der Glaube an mich. Eine Glaubensfrage. Die Antwort gibt es später bei der internationalen deutschen Meisterschaft im Cruisergewicht. Roman Fress gegen Adam Usumov. Das wird einer der beiden Hauptkämpfe sein des heutigen Abends. Er wird natürlich wie immer am Ring sitzen und kommentieren. Aigala, auch dir ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend hier. Hallo, beim Weihnachtsboxen. Ja, ist ja auch schon ein bisschen Tradition für uns auch schon. Ne? Muss man wunderbar, schon sagen, jetzt auch wieder in Magdeburg, weil in Magdeburg SES zu Hause ist und hier mit Corona am besten Erfahrung gemacht hat. Am besten klarkommt. Schön, dass heute auch wieder ein paar Zuschauer zumindest da sein können. Letztes Mal, du erinnerst dich vielleicht, gab es Weihnachtsboxen als Geisterboxen, was nicht so schön war. Du warst gestern mit dabei beim Wiegen. Das war ja schon ein besonderer Moment, oder? Wenn dann plötzlich Boxer anfangen zu
zu singen und der eine mit der Gitarre die Gitarre in die Hand nimmt und loslegt. Wie war das? Das finde ich schön, weil es dem Klischee so ein bisschen widerspricht. Roman Fress hat quasi eine akademische Bildung, auch durch seinen Vater Willi, der sich sehr darum gekümmert hat, dass sein Sohnemann dann, die haben 2 Tage lang geübt, auch wirklich performt dann an der Gitarre. Er hat 2 Tage geübt? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ach, also es war ja bei der Pressekonferenz die Idee von Ulf Steinfort, hat ihn gefragt, den Roman Fress, ob er sich das zutrauen würde. Ja, er kann. Aber die ersten Momente auf der Gitarre, die haben wir auch begleitet, die waren dann nicht ganz so optimal. Und da ist Papa eingeschritten und gesagt, komm, wurde das Lied auch nochmal verändert, aber am Ende ist alles gut gegangen. Sehr schön. Was glaubst du denn, wird es heute im Ring auch gut gehen für Roman Fress? Der ist ja der neue Kapitän vom Team Deutschland. Spürt er so ein bisschen Druck? Ist da irgendwas da oder ist das wurscht? Das, glaube ich, spielt jetzt nicht so die Rolle. Druck hat er auf jeden Fall, denn er hat zuletzt gegen den Italiener Luca D'Ortensi geglaubt, das wird eine einfache Sache. Sein Trainer Robert Stiegel sprach dann schon vom Aufwärtshaken, mit dem er möglicherweise den Kampf beenden würde. Hat dann überhaupt nicht funktioniert. D'Ortensi war stark. Er hat zu Recht gewonnen, Roman Fress, aber hat sich doch schwer getan. Und deswegen hat er schon, glaube ich, ein bisschen Respekt auch vor dem Gegner. Wir haben ja gerade gesehen, da gibt es einen Größenunterschied. Der ist 16 cm kleiner, Adam Usumov aus Torgau, aus Sachsen, aus der Region, wenn man so will. Und Roman Fress ist der klare Favorit. Er muss diesen Kampf gewinnen und zwar eigentlich auch deutlich, am besten vorzeitig. Aber es kann auch so ein Kampf werden, der dann am Ende in einem großen Gewirr endet. Ich hoffe das mal nicht. Okay, wir drücken die Daumen, dass es nicht funktioniert. Der andere Kampf des heutigen Abends ist Deutsche Meisterschaft. Michael Eifert ist sozusagen nach den Junioren-Weltmeistertiteln jetzt bei den Senioren angekommen. Ist das so eine klare Angelegenheit für dich auch, wie für den anderen Hauptkampf? Das wird man sehen. Michael Eifert muss sich dann erst mal beweisen gegen einen 32-Jährigen aus Wismar, der eine überragende Kampfbilanz hat. Er hat 20 Kämpfe gemacht, 20 Mal gewonnen, nicht ein einziges Mal verloren. Und da muss man erst mal klarkommen als 23-Jähriger, der ist 9 Jahre jünger. Michael Eifert, er kann das, hat gegen Tom Jemski ja bewiesen, dass er gut ist, hat seinen besten Kampf seiner Karriere gemacht, den ersten Jahr verloren, dann zurückgekommen gegen einen klassischen SES-Boxer. Das war sicherlich nicht so einfach für Michael Eifert. Und jetzt wird sich zeigen, ob er den nächsten Schritt machen kann. Das alles zeigen wir Ihnen ab 22.45 Uhr live im MDR-Fernsehen. Dirk Jemski ist auch ein gutes Stichwort gewesen von dir. Der boxt jetzt gleich hier exklusiv in der Webshow. Das zeigen wir Ihnen gleich. Danke, Eik, für diese ersten Einschätzungen. Du bleib ruhig da, bleib da, aber jetzt erstmal aufhören mit Reden. Aber du kriegst heute noch 3.500 Wörter, die du abspulen darfst. Schön. Wenn das okay ist für dich. Gerne. Können wir uns darauf einigen? Du zählst mit. Ich, absolut. So ist es, die berühmte Weihnachtseinigkeit in der Sport im Osten Redaktion. Dankeschön. Und wir wollen hören, was, apropos Redaktion, Jump ist ja auch mit da, ist klar, Sarah von Neuburg ist mit da, hat einen Gesprächspartner bei sich. Ja, lieber René, die gute Nachricht vorab, ich werde weniger als 35.000 Wörter benutzen jetzt. Wir haben es ein bisschen eilig, der Mann neben mir hat nämlich gesagt, jetzt ist gerade Kampfpause, ich wollte doch noch was essen gehen. Kulttrainer Uli Wegner ist bei mir, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Erstmal, schaut mal, wir haben uns schick gemacht, hier mit Seidentuch im Glitzerpulli. Aber wir sind natürlich nicht hier, um vorgezogene Weihnachten zu feiern. Wir gucken uns die Kämpfe an. Da muss man sagen, Uli Wegner wirklich vom ersten Kampf bis zum letzten immer am Ring. Also kaum ein Mann, der besser einschätzen kann, wie es denn steht um die Boxzukunft. Heute Abend, Ulf Steinfort hat es gesagt, soll es um den Nachwuchs gehen, um die jungen Jungs. Und wenn du dir mal das Team Deutschland anguckst, wenn du dir mal ja, die Zukunft anguckst, wer macht dir denn da besonders Spaß? Auf welchen Kampf freust du dich besonders heute Abend? Ja, ich muss sagen, man merkt deutlich, dass viele Talente gerade im SOS sind, im Team Deutschland. Bis jetzt hat mir auf jeden Fall Max Duske gefallen. Hervorragend. Wie der vielseitige Boxkörpertreffer sicher den Kampf aufgebaut hat, das war klasse. Wenn ich von den Joshua Blin spreche, der den ersten Kampf gemacht hat, bin ich eigentlich berührt, weil es wirklich klasse war. Bisher waren eine spannende Kämpfe, danach wurde er dominiert. Wir brauchen eigentlich, wenn weiter kontinuierliche Arbeit wird, über Deutschland Boxen gar keinen Kopf machen. Da muss man bloß was investieren und vor allen Dingen, die Trainer haben genug Talente, um große Spitzenleute herauszubringen. Wir haben gerade schon über die beiden Hauptkämpfe des Abends gesprochen. Einmal geht es um die deutsche Meisterschaft, dann haben wir noch den Kapitän des Team Deutschland. Wie groß ist die Vorfreude und wie wird das laufen heute Abend? Na, ich hoffe, dass wie die ersten Kämpfe abgelaufen sind. Die haben mich ja besonders überzeugt. Aber ich denke doch, sie werden jetzt, wird ja unter Druck ein bisschen gesetzt, dass sie endlich so spitze rankommen. Da müssen wir heute schon Leistung anbieten. Uns überzeugen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Wege.
Und wir werden das alle sehen. Natürlich die angesprochenen Kämpfe im Box-Telegramm, die gab es schon im Vorfeld. Dann natürlich die Hauptkämpfe und Uli kommt dann auch nochmal um 22.15 Uhr in der Live-Show. Wir freuen uns sehr und jetzt kann der Uli schnell was essen. Absolut, jetzt geht's schnell ran ans Buffet, 22.45 Uhr, dann gibt es den Live-Kampf im MDR Fernsehen. Jetzt gibt es live hier Tom Jemski. Thorsten Püschel wird der Mann sein, der das gleich kommentieren wird. Thorsten, es ist der Kampf Nummer 1, nachdem das Ding verloren gegangen ist gegen Michael Alfert. Was ist das für Tom Jemski heute für ein Kampf? Natürlich ein ganz wichtiger, weil nach so einer ersten Niederlage in der Karriere, das bröckelt schon mal ein bisschen am Selbstbewusstsein. Er hat ein paar Tage gebraucht, um das Ganze wegzustecken. Er hat sich mit Freunden getroffen, ist mit denen weggefahren, hat einfach versucht, das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten, hat sich den Kampf auch nochmal angeschaut. Es gab eine umstrittene Szene, der Ringrichter berührte ihn, er hatte verstanden Break. Michael Alfert hat gesagt, okay, es geht weiter, dann hat er diesen scharfen Schlag bekommen und das war dann am Ende auch der entscheidende Punkt für diesen Kampf, weswegen er ihn, sagte selber, wirklich auch verdient verloren hat. Okay, wir sind sehr gespannt. Jetzt geht's los. Der Vorrede, der Worte sind genug gewechselt. Thorsten nimmt auf seinem Arbeitsplatz für heute Platz und die Boxer stehen bereit und jetzt gibt's sofort den Walk-in und dann geht's los mit dem ersten Kampf hier, zumindest fürs MDR, für den MDR, für Sport im Osten. Boxen live in der Webshow mit Tom Jemski. Bitteschön. Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem fünften Kampf des heutigen Abends. Dieser geht über 8 Runden im Halbschwergewicht, 8 Rounds auf Light Heavyweight Boxing. Natürlich wird Ihnen auch dieses Spitzenduell von SES Boxing präsentiert. Holen wir nun die Boxer in die Ecke. In der roten Ecke, in the red corner aus der Tschechischen Republik. Wir sagen herzlich willkommen, please welcome Tomáš Bezvoda! Willkommen im Ring, Tomáš Bezvoda! In der blauen Ecke, in the blue corner from Gürzig aus Deutschland, begrüßen wir ihn herzlich zum Walk-In. Ladies and Gentlemen, please welcome Tom Jemski! Denn nur mit Power kommt auch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest. Ich steh auf, geh raus und hab mir den Tau von den Blättern. Denn jeder Einheit steigert mich um 1%. Jeder Lauf macht mich schneller, also 30 Kilometer bis die Lungenflügel brennen. Mein Kopf ist dicker als die Wände, die er bricht. Also bleib ich lieber fit als der Rest, halt die Deckung stabil. Bevor das Leben wieder trifft, denn jeder Tag ist ein gottverdammter Test. Also wieder rein in den Ring, immer eine Hand am Kinn. Doch der erste Punch holt mir seinen Respekt. Runde über Runde ganz allein, denn ihr klärt nicht den Rücken die Probleme, sondern immer nur du selbst. Familie, mein zweites Zuhause im Gym, nicht so nobel, doch ich kenne jeden Fleck, jeden Tropfen Blut oder Schweiß auf dem dreckigen Parkett. Doch willst du chillen, dann verpiss dich ins Hotel. Denn jeder Fehler, jeder Stein,
Stein, jede Scherbe auf dem Weg heißt, dass man mich lieber nicht unterschätzt. Wie der Vater, so der Sohn, denn ich trage es in den Gen. Denn jeder Schritt in diesem Leben ist erkämpft. Es geht nicht um Perfektion, aber darum besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Entweder machst du oder du machst nichts, nur Resultate zeigen, was du Welcome bist. In the ring, Tom Chemski! Meine Damen und Herren, ich möchte nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Supervisor vom BDB, Beate Pöske. Die Punktrichter, the Judges. Caroline Pütz aus Deutschland, Frank-Michael Maas aus Deutschland und Gorgan Filipovic. Kommen wir nun zu den Eckdaten unserer Kämpfer. In der roten Ecke, der Mann aus Tschechien ist 34 Jahre alt. Brachte gestern beim Wiegen 79,4 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Seine Kampfbilanz, 28 Kämpfe, 11 Siege, 7 davon durch Knockout. Begrüßen wir ihn noch einmal hier in der roten Ecke, Tomasz Bezwoda! Tja, kein Unbekannter, sein Gegner in der blauen Ecke aus Deutschland, aus Gürzig. Er ist 24 Jahre alt, wiegt 79,4 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,84 Meter. Seine Kampfbilanz, 18 Kämpfe, 17 Siege, davon 10 durch Knockout. Mit seinem Vater und Trainer und SES-Profi, Trainer Dirk Chemski in der Ecke, aus dem Team Deutschland. Noch einmal herzlich willkommen, Tom Chemski! Der Ringrichter dieses Kampfes, the Referee in Charge, Mustafa Erenay. Meine Herren. Wir bitten nun die Boxer in die Mitte. Ich bin Deutscher. Boxers, I'm your referee. This box fight is over. 8 rounds. Listen all times my commands. Tactic los. Good luck. God bless you. Ladies and gentlemen, auf geht's in den nächsten Kampf ins SES Showtime. Diese Niederlage, die war kein Weltuntergang. So hat es Tom Chemski heute Vormittag in einem persönlichen Gespräch nochmal beschrieben. Und dennoch wurmt ihn natürlich dieser verlorene Kampf. Der erste in seiner Karriere als Profi im Juli war das unter freiem Himmel gegen Michael Eifert, den wir heute dann später als Hauptkampf hier erleben werden, live im MDR Fernsehen. Um 22.45 Uhr. Das ist eine neue Situation natürlich auch für Tom Chemski, der vor einem halben Jahr noch einer war, der ganz am Ende der Veranstaltung stand, der Hauptkampf des Abends war. Es ging um die Union-Weltmeisterschaft. Jetzt ist er hier im Vorprogramm dran. Einige der Zuschauer im Augenblick noch außerhalb auch der Arena, um sich was zu trinken zu holen. Er muss wieder neu angreifen, hat dafür aber große Lust, großes Selbstbewusstsein. Und bekommt es heute also mit einem erfahrenen Mann zu tun, Tomasz Bezwoda, der 34-Jährige, der also 10 Jahre älter ist als Tom Chemski. Dennoch geht Chemski hier als Favorit in diesen Kampf. Insbesondere seine Reichweitenvorteile muss er ins Spiel bringen. 1,85 Tom Chemski, 1,78 sein Gegner. Beide Boxer in der Normalauslage, die linke die Führhand. Und natürlich ist Bezwoda einer, der ran will an den Gegner, um diese Reichweiten, Nachteile, die er selber hat, zu überbrücken. Ein, wie es Dirk Chemski, der Trainer, ausgedrückt hat, ein Wühler, einer, der niemals aufgibt, einer, der auch dann noch schlägt, wenn er selber Treffer bekommen hat, wenn es selber wehtut. Also eine spannende Aufgabe im Comeback-Kampf nach der ersten Niederlage für Tom Chemski, angesetzt auf 8 Runden. Übernimmt die Initiative von der Ringmitte aus. Die Geschwindigkeit bei den Jabs und den Schlägen von Bezwoda keinesfalls so, dass Chemski da nicht ganz locker den halben Schritt zurückgeht. Distanzgefühl fehlt noch ein bisschen bei den Kontern. Fehlt im Augenblick aber noch deutlich der Druck beim Tschechen.
Ja, das ist genau seine Taktik, genau seine Reichweite, diese Halbdistanz, in der er dann versucht, mit langen Schwingern irgendwie auch zu treffen. Und das ist vielleicht das Gefährliche an diesem Mann, dass selbst wenn Tom Jemski dann gekontert hat, er nicht etwa den Schritt zurück macht, sondern einfach weiterschlägt. Und wenn Tom Jemski nach den eigenen offensiven Aktionen dann offen ist, dann kann eben doch mal einer dieser Schwinger durchrutschen. Das Klopfsignal für die letzten 10 Sekunden der ersten Runde. Schöne Aktion nochmal. Die ersten 3 Minuten sollten in der blauen Ecke sein. Und da hören wir mal rein bei Papa Dirk Jemski. Nase. Mal Handtuch bitte, Robert. So, Tommy, versuch mal bitte über die linke Hand von Ihnen ein bisschen direkt zu kommen. Die fällt oft tief runter, ja? Ja, die fällt oft runter, da kannst du, glaube ich, mal ein bisschen zurückkommen. Ja, kannst du mal gucken, dass du da nach seinen Händen nochmal so einen zurückkommst. Einfach mal so ein bisschen gucken, dass du schon mal bereit stehst. Einfach mal so, ja, oder als Mitschlag. Ja, dass du schön hinguckst. Ich glaube, das passt. Ja, okay. Ja, ansonsten ruhig ein bisschen mehr Führungshand noch. Ja, wie gesagt, das Tempo geht. Alles gut. Ja. Thomas. Tief atmen. Tief atmen. Seconds out. Ring frei. Runde 2. In der Ecke dazu noch Jörg Hohmann, der Cutman, der ihn da provisorisch ein bisschen versorgt hat. Und auch Robert Stieglitz, der heute ja noch als Trainer gefragt sein wird. An der Seite von Roman Fuss. Über die linke, wenn sie Hände drüber gehen. Das ist jetzt die Aufgabe, die Dirk Jemski seinem Sohn gestellt hat. Der aber aufpassen muss. Genau über solche Aktionen definiert sich Bischwader. Bischwader vorne Mann, 28 Kämpfe bestritten. Versuch mal zum Körper zu gehen. So, da ist das Band aufgegangen über dem Handschuh. Mustafa Erenay, der Ringrichter, gibt nochmal klar durch, dass während dieser kurzen Pause keine Hinweise zu erfolgen haben von Seiten des Trainers an seinen Schützling. Hat das sehr behende unterbunden. Ah, da war die linke mal an der Kinnspitze und dann die rechte auch mal durch. Ja, Bischwader wirkt in dieser zweiten Runde mutiger. Geht jetzt offensiver auch nach vorn. Keiner, der zurücksteckt, keiner, der wegläuft, keiner, der hier zum Verlieren hergekommen ist. Für Tom Jemski geht es natürlich auch darum, die Sicherheit, das Selbstverständnis im Ring wieder zurückzuerlangen. Der Jemski, sein Trainer, war sehr optimistisch, dass das gelungen ist in den letzten Wochen und Monaten, dass dieser Kampf, der verloren ging, ihm dennoch einen Schritt vorwärts gebracht hat in seiner Karriere, dass er einfach auch solch eine Szene, die etwas unglücklich am Ende durchaus eine entscheidende war in diesem Duell gegen Eifert, als er einmal offen war, weil er das Signal des Ringrichters missverstanden hatte und sich dann eine einfing. Dass solche Situationen ihn weiterbringen in seiner Karriere. Ist er nach wie vor erst 24 Jahre alt. Wird er am 4. Januar. Tempo mal ein bisschen gedrosselt. Eher mal das Lauern. Dann mit der rechten Hand zum Körper.
erste Viertel ist vorbei und wir sind nochmal bei den Jemskis. Mit, auch mit der rechten, ja, da musst du schön aufpassen. Ja, dass du nicht dann einfach so reingehst mit der linken und dann den abholst. Alles gut? Wie fühlst du dich? Alles okay? Ja, gut. Die warten doch, ja? Ja, mal danach drüber zu hauen. Da hast du noch nicht so das Timing gefunden. Ja, linke Haken passt, wenn du da schön aufziehst, ja, das sollte passen. Ja, öfter mal machen. Ja. Einfach 1-2 rübertreten, boom. Ja. Mal aufziehen, du. Ja, wenn der ansetzt, Schritt raus, du. Ja, seitwärts. So, warten. Ja. Mal schnappen. Gut. Gut so. Aus, ja, nicht kämpfen. Noch nicht. Ja. Thomas. Er soll es noch ganz mit viel Ruhe lösen in diesem frühen Part des Kampfes. Noch nicht kämpfen war der letzte Satz, den er mitbekommen hat. Dritte von 8 Runden. Für Tom Jemski heute der 19. Kampf. Hat also schon einige Erfahrung gesammelt. In Thomas, don't hit in the car. Okay, it's not fair. Kurz! Beide Boxer mit einer gewissen Amateurkarriere. Gleich die von Beschwader etwas länger war, mit 180 Kämpfen. Der Tscheche, der aus Snojmo kommt, im Süden von Tschechien, ganz nah an der Grenze von Österreich, nur 75 Kilometer vor Wien. Übersicht gut behalten jetzt von Tom Jemski. Letzter Schlag kam an. Schön den Jab durchgesteckt, die Mitte war offen. Das sind genau die Aktionen, denen Beschwerder aufgrund der Reichweitennachteile überhaupt nichts entgegensetzen kann, wenn er die Hände nicht oben hat. Stopp, Leute! Immer wieder da sein. Das kommt häufig aus der Ecke. Beide schlagen schön Kopfkörper. Dann sind die Hände oben in der sicheren Deckung. Jetzt fängt er sich allerdings mal eine rechte, Tom Jemski, und die linke dazu. Da hat ihn die rechte, die er gerade bekommen hat, so genervt, dass er direkt hinterher geht und sich gleich nochmal eine linke fängt. So, jetzt hat sich Beschwader wahrscheinlich ein bisschen ausgepowert. Jetzt braucht er eine Pause und das sieht der Trainer, gibt es dem Athleten mit und der sollte es nutzen. Schön. Ganz einfache, wirksame Treffer, die auf den Punktzetteln zählen, ganz klar. Über die linke rüberschlagen, mit der rechten, hat jetzt eben gerade gut geklappt. Chance jetzt vertan, beide Hände von Beschwader komplett unten. Der ansatzlos, immer wieder mal die rechte rüber schickt. So, wir schauen mal in die rote Ecke zu Radek Betic hier im sehr gelben Shirt. Thomas Beschwader und er seit langen Jahren beste Freunde, trainieren gemeinsam im Boxingclub Regetto in Snojmo. Sind gestern mit dem Auto gut 7 Stunden herübergefahren über Prag, sind dann in Usti kurz mal von der Autobahn runter, haben dort Lukas Konieczny mit seiner Gruppe eingeladen. Und dann ging es hier rüber nach Magdeburg, 14 Uhr dann das Wiegen. Also war ein langer Tag gestern. Beide Boxer gestern mit dem identischen Gewicht von 79,4 Kilogramm. Auf geht's in Runde 4.
Tom Jemski sollte auf den Punktzetteln vorliegen, muss aber aufpassen, dass sich diese linken, kurzen Haken nicht häufen, die den Weg ins Ziel finden, wie eben gerade. Man muss heute hier von Tom Jemski eine überzeugende Leistung erwarten. Spannende Frage, wie meldet er sich zurück im Ring nach dieser ersten so bitteren Niederlage in seiner Profikarriere? Hat genügend Zeit gehabt, das zu verarbeiten, hat im August wieder angefangen, intensiver zu trainieren. Und das ist schon mal eine Aufgabe gegen so einen erfahrenen Mann. Der übrigens auch schon mal im SEDS-Gym in Magdeburg zu Gast war. Sparring vor 3 Jahren gegen Adam Deines. Tom Jemski allerdings konnte sich nicht mehr an ihn erinnern. Hat mit ihm auch gemeinsam nicht im Ring gestanden. Einer, der durchaus auch mal ein bisschen in den Gewichtsklassen surft, dieser Tomasz Beschwoda. Bis zum Juli hat er noch im Mittelgewicht gekämpft. 72, jetzt mal 2 Gewichtsklassen nach oben, 7 Kilo mehr. Weil eben dieses Gewicht machen, dieses Runterkochen auf Mittelgewichtsniveau ihm viel Kraft gekostet hat. Dabei ist eben mit seinen 1,78 eigentlich von der Größe her schon ein Mittelgewichtler, aber von der Statur her kostet das zu viel Kraft. Ein wuchtiger, ein bulliger Typ. Schleppt da einiges an Bizeps mit sich rum. Na, das will Tom Jemski seinem Papa eigentlich besser zeigen. Dieses 1-2 heißt nicht, nach dem zweiten Schlag drin stehen zu bleiben, sondern eben auch wieder den Schritt rauszumachen, um dann nicht wieder das leichte Ziel zu bieten. Schöner Konter. Ja, das ist eine ordentliche Aufgabe, die er hier vor sich hat in diesem Comeback-Kampf. Tom Jemski, Hälfte des Kampfes ist vorbei. Und wir hören mal rein, wie der Papa das bisher sieht. Absolut. Tiefe Atmen, Tommy. Flasche. Gut. Komm her. So, Digga. Nicht so dicht rangehen, weißt du? Und hör auf, bitte nach rechts zu laufen. Das ist immer nur gefährlich, wenn du nach rechts läufst. Ja, dann kommt dann so ein Mitschlag. Rechts raus zu seinem Schlagrand. Na, wenn du zu in seinem Schlagrand läufst, ja, wenn du links nach ja, genau, wenn nach links gehst. Ja, wichtig ist, dass du immer noch nach rechts gehst. Dass du rausgehst da aus der Schlagrand, ja? Das ist gefährlich. Und dann auch nicht in solchen Situationen wie jetzt zum Schluss, wo dann, der springt dann einfach noch mal mit rein. Weißt du, und das ist gefährlich. Ja, genau, das ist sinnlos, du sagst es. Ja, das sind los. Tief atmen, boxen. Ja, boxen aus. Ja, ist okay? Ja, boxen. Tief atmen, ja. Komm. Schön. Hier kommt man in bester Olaf Schubert-Manier. Das ist sinnlos, wenn er stehen bleibt und dann eben diesen letzten Schwinger von Beschwoda sich noch mitnimmt. Ah, zeigt Tom Jemski an, war wieder ganz schön tief. Grundsätzlich dieser Beschwoda aber kein unsauberer, vielleicht doch, aber keiner, der bewusst unsauber hier agiert, der mit, wie die Boxer sagen, einem dreckigen Kampfstil nach vorn geht. Boxen
Das ist das Leben von Beschwerder, wenn er nicht selbst im Ring steht und selbst trainiert, dann macht er das mit anderen. Ist Personal Trainer daheim in Snoimo, in diesem kleinen 34.000 Einwohner großen Ort, und trainiert im Einzeltraining dann Menschen, die Boxen spannend finden, einfach für ihr Körpergefühl als Fitnesstraining. Muss aufpassen. Er nimmt diesen großen Ausfallschritt nach vorn und versucht dann irgendwie unter den Händen von Jemski durchzutauchen, aber irgendwann ist der Hosenbund auch erreicht und die Hand zu tief. Rechter Haken von Jemski drin. Erstmal auf die Leber kurz versucht mit der linken Hand. Ja, das ist wichtig, dass Tom Jemski immer diese Überlegenheit rausspielt, die er hat mit seinen langen Händen. Und sich nicht von selber in diese Halbdistanz, in diese Schwingerdistanz hineinbegibt. Fehlt mir ein bisschen die Souveränität noch in diesen Angriffsaktionen, dass er nicht nur schlägt, sondern dann auch clever genug ist, den lang angekündigten Schwingern des Tschechen auszuweichen. Besser so. Kurz vor, wieder zurück. Kontrolle über die Füße, behende, flink. So, Eke Jemski soll mal als Baumarkt herhalten. Gelingt auch. Robert Stieglitz hat das Tape dabei für den Ringrichter. Trinkschluck. Sechste Runde. Ja, noch drei Runden. Klar bleiben. Ja, ganz klar bleiben, Tommy. Ja, noch rüber treffen. Pass auf die rechte auf. Ja. Tritt da rüber. Geh raus aus der Linie. Ja, immer wieder schön. Genau, ja, rechts rumgehen. Immer wieder. Ja. Schritt raus. Ja, ja, ist okay. Komm. Vertrautes Team, alle drei coachen so ein kleines bisschen mit, wenngleich natürlich Dirk Jemski hier der absolute Vertraute, der Papa, der Cheftrainer ist. Aber wenn einer wie Robert Stieglitz, der Weltmeister war, etwas sieht, was dem Mann in der schwarz-goldenen Hose helfen kann, dann bringt er das natürlich mit vor. Genau richtig so. Die Aktionen setzen, dann den Schritt raus machen, sodass Beschwerder da gar nicht erst nachsetzen kann. Tom Jemski hat sich 3-4 Kämpfe von Beschwerder angeschaut, der ja auch schon zweimal bei SES Veranstaltungen zu Gast war. Einmal im September 2017 in Weißenfels, damals im Vorprogramm des tollen Kampfes von Dominik Bösel gegen den Franzosen Avalon. Und dann zuletzt hier in Magdeburg vor reichlich 2 Jahren im September 2019. Damals gab es eine Punktniederlage gegen den Trainingskollegen von Tom Jemski gegen Elvis Hetemi. Ein Mann, der immer wieder auch mal die heimatlichen Pfade verlässt, um seinem Beruf und seiner Passion, dem Berufsboxen, nachzugehen. 2,5 Runden sind es noch in diesem ersten Gefecht nach der ersten Niederlage der Karriere für Tom Jemski, der das Duell auf den Punktzetteln anführen sollte. Aber heute hier einen Gegner hat, der ihn nicht unbedingt glänzen lässt, der unangenehm ist, der immer da ist, der immer wieder auch gefährlich ist. Kampfrekord von Beschwerder
nicht der imposanteste. 11 Siege, 17 Niederlagen, aber 7-mal bei seinen gewonnenen Kämpfen hat er das Ganze eben doch vorzeitig erledigt. Spricht auch ein paar Worte Deutsch. Versteht fast alles. War sehr häufig auch in Deutschland in seiner langen Amateurkarriere, boxt seitdem er 17 Jahre alt ist. Bei Tom Jemski ist Boxen natürlich schon, na, sagen wir mal, 3 Minuten nach der Geburt ein Thema gewesen. Bei einem Papa, der selbst als Profi, als Aushängeschild des damals noch jungen SES-Boxstars im Ring gestanden hat. Die Rede ist von seinem Papa, von Dirk Jemski. Zwei Tommys im Ring. In der roten ist es Tommy El Magico, wie er sich selber nennt. Die Magie, die spüren wir heute noch nicht so ganz bei Tomasz Beschwoda. Aber er ist ein unangenehmer Mann, der sich gemeinsam mit Radek Betik gut vorbereitet hat. Wir haben eine Idee, wie wir ihn wirklich besiegen können. Das haben sie gestern noch mal kurz vor dem offiziellen Wiegen immer wieder betont. Bin ein Kämpfer. Und natürlich muss ich rangehen. Natürlich muss ich immer in die Zone hineingehen, in der es dann auch wehtut, aufgrund meiner Nachteile in Sachen Größe. Aber das macht er mit viel Mut, ohne Angst. Und immer wieder kommt da auch mal eine Hand durch. Eine Hand von Tomasz Beschwoda aus Snojmo, dessen deutsche Partnerstadt übrigens eine aus Sachsen ist. Torgau, die Partnerstadt des Ortes, aus der Mann aus Tschechien stammt, der mit seinem Oberkörper häufig schon im Tattoo-Studio war. Der Kämpfer, der Warrior, der soll sich auch bildlich dem Gegner entgegenstellen. Haben Sie es eben gesehen, ne? Die Hand von Jemski drin, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er läuft einfach weiter. Aber das ist eben die Art von Boxen, die bei 1,78,5 Schwergewicht auch nur funktioniert. Er muss daran, kann nicht aus der langen Distanz, aus der sicheren Variante heraus boxen. Ja, da hat Tom Jemski ihn da ein bisschen runtergezogen. Mustafa Erenay hat sichtlich Spaß hier. Als dritter Mann im Ring. Und will diesen Spaß auch durchaus an die Boxer weitergeben. Gut geblockt. Da fehlt jetzt inzwischen auch die Kraft, dass das auf die Art und Weise gefährlich werden könnte aus der Distanz. Da muss er schon näher ran, da muss er mehr reinlegen, da muss die Schulter mitkommen. Die Frage ist, ob Tom Jemski das so auch spürt. Ist im Augenblick eher nur eine 1, nicht eine 1-2. Wie gefordert vom Trainer. Ja, wenn er ihm entgegenspringt und dann offen ist, dann ist dieser Beschwörer eben schlau genug, auch mal einfach eine Hand hinzuhalten.
So, rein in die letzte Rundenpause dieses Gefechts, das auf 8 Runden angesetzt ist. Und jetzt schauen wir mal, was Dirk Jemski dem Sohnemann noch mitgibt für die letzten 3 Minuten. Wird's gut. Ja, die letzten Runden waren alle besser jetzt, ja. Siehst doch alles, ja. Ganz wichtig. Wie gesagt, pass auf die Switch-Läge auf. Alles klar, danke, ja. Alles so, mein Dicker. Thomas, last round. Alles gut? Okay. Ja. Deine, hast du gerne. Ja, komm. Rumsauen, das ist ein. Ja, schön. Schön gut. Ich hab doch die letzte Runde schön konzentriert. Ja? Mag ganz klar sein. Die Karten nicht vergessen. Ja? Die Aktion da drüben, die war sehr klasse. Ja, so du. Ja. So, jetzt haben Sie einen kleinen Eindruck bekommen können, wie das dann am 24. Dezember im Hause Jemski zugeht. Das sind die Zärtlichkeiten des Papas. So, hast du es gern. Die letzten 3 Minuten in diesem Gefecht, das Tom Jemski vorn sieht auf den Punktzetteln. Chance für ihn jetzt nochmal ein bisschen zu glänzen. Noch ein bisschen was auch auszuprobieren. Die ganz große Kraft, die ganz große Gegenwehr kommt da auf der anderen Seite nicht mehr. Beschwor da jetzt mal durch mit dem Aufwärtshaken und der andere dagegen, der sitzt gut. So, Tomasz Beschworner gibt die Vorlage. Und der Gedanke an den Aufwärtshaken beflügelt dann auch Tom Jemski. Der hat da den Tschechen schon mal ein bisschen durchgeschüttelt. Tropfen bei Tom Jemski im Gesicht. Sieht fast so aus, als würde es die Nase sein. Ich habe jetzt ehrlicherweise keinen Kopfstoß oder sowas sehen können. Scheint also da doch mal eine Hand so durchgekommen zu sein, dass da die Gefäße ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Stört natürlich beim Atmen. 1:10 sind es jetzt noch auf der Uhr. Mit dem Wissen darum sollte er das einfach ganz in Ruhe und souverän zu Ende bringen, hier nichts mehr riskieren. Nervt natürlich, das dann auch zu schmecken. Visuell kein Problem. Gefährlich sind alleine die Cuts, die über dem Auge sind. Wenn die Sicht nicht mehr gewährleistet ist oder ist die Schulter schön hineingelaufen, weil Beschworder einfach stehen blieb in der Aktion. Jab drin, sehr gut, nochmal Gegner weghalten, letzten 30. Nochmal eine schöne Aktion zum Abschluss dieses Kampfes, zum Abschluss dieses Jahres. So, jetzt wird die rechte Hand nochmal richtig aufgeladen. Wie so eine Batterie und dann sollte es noch mal rausschnellen. Tom Jemski wartet, aber lässt die ganz große Aktion dann doch raus, weil er weiß, dass er dieses Duell für sich entschieden haben wird. Jörg Hohmann wird sich gleich gemeinsam mit Dirk Jemski um die Nase kümmern. Dirk Jemski in der roten Ecke bei Radek Bettig, dem Betreuer, dem guten Freund von Tomasz Beschworder, der genau das geliefert hat, was man von ihm erwartet hat. Er war ein unbequemer Mann, einer, der immer nach vorne gegangen ist, der sich herangerobbt hat, der keinesfalls der leichte Aufbaugegner war für Tom Jemski, um mal wieder kurz zu glänzen. Dennoch sieht man da drüben in der blauen Ecke zufriedene Gesichter. Nochmal eine Aktion aus dieser letzten Runde. Mit den Körpertreffern. Jeder aufwärtshacken. Und dann kommt er auf der anderen Seite. Achtung! Jetzt!
fantastisch geschlagen, setzt Bridgewater aber wenig zu. Beide drin, dann gleich mehr Wucht natürlich in dem von Jemski drin war. Hat er gut gemacht. Kann er durchaus für ein Sparring oder vielleicht auch mal wieder für einen Kampfabend verpflichtet werden. Das ist einer, der genau solide das abliefert, was man von ihm erwartet. Und bitte ich noch einmal einen großen Applaus für unsere Fighter. So, auf geht's ins offizielle Urteil. Ein packender Kampf. Auch der Ringboden ist gezeichnet. Die Scorekarten wurden ausgewertet und unsere Punktrichter Caroline Pütz, Frank-Michael Maas und Gorgan Filipovic waren sich einig. Einstimmiges Ergebnis und damit Sieger dieses Kampfes aus dem Hause SES Team Deutschland, John Jemski! Also ein einstimmiges Punkturteil, ein Sieg für Tom Jemski, der sich nach dieser Niederlage gut zurückgemeldet hat und wie er das selbst empfunden hat. Das erzählt er jetzt, Sabrina Bromowski. Ja, mit einer dicken Nase sitzt er offensichtlich dann unterm Weihnachtsbaum, aber den Sieg und den Applaus des Abends, den nimmt er mit und das erfüllt auch das Herz, oder? Ja, erstmal hallo Magdeburg, schön, dass ihr alle da seid, freut mich hier zu sein und ja, ich denke, es war ein guter Kampf für alle. Die Nase, was hat dir für Probleme gemacht in der letzten Runde? Ich hatte mir die beim letzten Sparring schon ein bisschen eingetatscht gehabt. Also die war schon ein bisschen kaputt. Also passiert halt. Gehört zum Boxen dazu. Aber ich muss sagen, in dieser achten Runde haben sie auch wirklich einen Aufwärtshaken gesetzt. Da haben die Glocken, glaube ich, geklungen bei ihm, oder? Ja, aber ich glaube, andersrum war es genauso. Also es war also echt Respekt an Thomas. Also harter Hund. Harter Gegner. Vor allen Dingen auch die Größe wahrscheinlich. Genau, es ist also für einen Halbschwergewichtler sehr ungewöhnlich, dass jemand so klein ist. Also es kommt nicht häufig vor. Und das Comeback, das werden Sie jetzt wie dann fortsetzen? Ja, ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr wieder richtig angreifen kann mit Titel kämpfen. Also, ich freue mich drauf. Wir uns auch. Dankeschön, Tom Jemski. Wir sagen auch Dankeschön, Sabrina, für das Interview an dieser Stelle. Und ich kann Ihnen sagen, dass es natürlich im MDR Fernsehen heute noch eine ganze Menge Boxen live hier aus Magdeburg gibt. Christmas Fighting oder Christmas Fight Night steht hier oben drüber. Michael Eifert aus Bautzen in der Deutschen Meisterschaft und Roman Fress, der neue Kapitän vom Team Deutschland, der steigt heute zum 15. Mal für seinen Profi-Boxkampf in den Ring. Zeigen wir Ihnen alles ab 22.45 Uhr. Sie müssen so lange auf Boxen übrigens gar nicht verzichten. Wenn Sie jetzt hier dranbleiben, dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Boxkampf. Da hören Sie schon die Ankündigung. Die zeigen wir Ihnen das gleich. Al-Galay sitzt schon unten bereit und Nick Hannig steht jetzt gleich im Ring und auch das zeigen wir Ihnen hier exklusiv auf der Online-Plattform von Sport im Osten. In der App zum einen, natürlich auch über die Streaming-Angebote des Mitteldeutschen Rundfunks. Also nächster Boxkampf hier aus Magdeburg mit Ihrem Kommentator gleich am Mikrofon, Al-Galay. Sergej Kamitski! In der blauen Ecke, in the blue corner,
aus Königs Wusterhausen, Deutschland, begrüßen wir ihn zum Walk-In. Nick, Mr. Business, Hanik! Mr. Business Hanik! Kommen wir nun zu den Offiziellen dieses Kampfes. Supervisor vom BDB Beate Pöske. Die Punktrichter Dieter Adam, Frank Michael Maas und Gorgan Filipovic. Die Ringrichter Dr. Jörg Peter Woltersdorf, Dr. Hans-Georg Dammert. Timekeeper Uwe Köppen, Christian Ritter. Technischer Direktor Jörg-Peter Schubert. Möchte ich nun auch unsere Boxer etwas näher vorstellen. In der roten Ecke der Mann aus Minsk, Belarus, ist 47 Jahre alt. Brachte gestern beim offiziellen Wiegen 75,3 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Seine Kampfbilanz, unglaubliche 58 Kämpfe. 32 Siege davon, 14 durch Knockout. Noch einmal herzlich willkommen, please welcome Sergei Kamitschki. Sein Gegner in der blauen Ecke kommt aus Deutschland, aus Königs Wusterhausen. Hat einen riesen Fanclub mitgebracht und ist 35 Jahre alt. Brachte gestern beim Wiegen 77,1 Kilogramm auf die Waage und misst ein Körpermaß von 1,75 Meter. Seine Kampfbilanz, 11 Kämpfe, 9 Siege, davon 5 durch Knockout. Neu im SES Boxing Team, ladies and gentlemen, please welcome again, Nick, Mr. Business Hanik. Der Ringrichter dieses Kampfes, der Referee in Charge, Mustafa Erenay. Boxers in the central. Boxers, I'm your referee. This box fight is over. 8 rounds. Listen all times my commands. Touch the gloves. Good luck. God bless you. Ladies and gentlemen, auf geht's in den sechsten Kampf des Abends. It's SES Showtime. Von Königs Wusterhausen ist es nicht weit nach Magdeburg, nicht weit für die Fans von Nick Hanik. Und davon gibt es einige, hat sich da im Süden von Berlin einen schönen Rahmen aufgebaut, um sein Dasein als Boxprofi. Der Mann, den sie Mr. Business nennen, denn er hat eine Sicherheitsfirma mit Sitz im Schloss Königs Wusterhausen. Sein Vater und er schrauben dann noch ein bisschen an Autos herum, die verkauft werden. Papa Andreas übrigens direkt in der Ringecke ist sein Trainer. Nick Hanik, der Mann in der weißen Hose, gegen Sergej Kaminski. Ist 12 Jahre jünger. Nick Hanik, das sollte sich im Laufe dieses Duell ausdrücken. Er will ganz ausdrücklich hier nicht schnell, nicht vorzeitig gewinnen, selbst wenn das vielleicht möglich wäre.
eher zum Ende hin, denn der Ringrost, der sich angesammelt hat, auch bei Nekanich, er soll weg. Es ist sein insgesamt 12. Profikampf hier heute. Hat zuletzt im Mai gegen Ralf Wildschanz den Letten verloren. Umstritten war das in Belgrad. Wusste, dass er ins Ausland geht, dass es schwierig werden könnte. War eine Split Decision. Nur einer der drei Punktrichter hat sich am Ende für Hannig entschieden. Hat sich Nick Hannig gemeinsam mit Uli Wegner und seinem Team diesen Kampf dann in Berlin-Tegel in Wegners Haus nochmal angesehen. Und sie sind alle zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Urteil zumindest mal umstritten war. Nun also Neuaufbau, um dann anzugreifen in 2022. Das sagen übrigens sehr viele der Boxer. Insofern ist diese Veranstaltung verdammt wichtig, auch für einen Nekanich, der, das haben Sie gehört, zumindest jetzt mal zum SES-Team dazugehört. Wie es weitergeht, das wird man dann im nächsten Jahr gemeinsam besprechen. Hannig jedenfalls will sich hier sehr stabil gut präsentieren. Ist 3 cm kleiner als Kaminski, hat natürlich Reichweitennachteile, aber ist top trainiert. Auch Enrico Kölling hat dafür gesorgt, der hier mit am Ring sitzt. Gemeinsam gab es hier und da mal ein Sparring in Bestensee, in Hohenschönhausen. In Bestensee, da, wo sich das Hanning Gym befindet. Das Hanning Gym mit Vater Andreas. Und dann gehen wir rein in diese Ecke. Da hinten erhebt er sich schon. Vater Andreas, Baujahr 64, der Sohnemann 86. Wenn das hier steht, kommen wir noch mal. Der bleibt ja zu. Der macht den Job. Genau. Guckst du mal schön hin. Genau, lass mal ein bisschen locken, ganz entspannt. Genau so ist es. Dann lässt du im Prinzip dann aber den Wurzel nach. Gehst du noch mal hinterher. Aber war ja super. Die Führung schön stecken. Da kommt der schon nicht weit. Super. Immer drin. Da brauchst du ja kein Experiment machen. Und wenn du merkst, dann mal zu, ziehst du rechte noch mal nach. Genau. Und linke noch mal hinterher. Super. Ja, kommt der Abfahrt. Abfahrt in Runde 2. Die Hannigs sind happy, dass sie hier überhaupt antreten können, denn vor 4,5 Wochen, da gibt es noch eine kurze Pause. Der Mundschutz war verschwunden. Mustafa Erenay nimmt das mit einem Lächeln zur Kenntnis. Bei einem großen Titelkampf wäre das mal so eine taktische Variante. Hier allerdings ganz sicher nur ein Versehen. Also, er hatte Corona vor 4,5 Wochen. Dieser Nick Hannig, leichter Verlauf, hat dann allerdings zu früh angefangen, noch einen kleinen Rückfall bekommen. Und deshalb ist er hier mehr als glücklich, zu einem Aufbaukampf antreten zu können, um wieder hineinzukommen in seinen Sport. Er, der in Berlin die 1.000, 2.000 Zuschauerarenen lässig ausverkauft, weil er überall Fans hat, hat auch mit seiner Karriere zu tun, war bei Stahl Schöneweide mal Boxer, hat dann im Berliner Gesundbrunnencenter mit 12 seinen ersten Kampf gemacht, wechselte auf die Sportschule in Hohenschönhausen, also die Boxszene in Berlin kennt diesen Nick Hannig sehr, sehr gut. Und das hier ist eben ein Testlauf für seine Zukunft bei SES. Und auch um wieder reinzukommen, sich fit zu machen nach den großen Kämpfen, die er schon gemacht hat. Da ist vor allen Dingen dieses Duell zu nennen
gegen Ryan Ford. Einen Kampf, den er in Berlin gewonnen hat. Dadurch in die Top 50 der Welt aufgestiegen, Hannig, der hier eine linke nimmt. Sportler durch und durch, wird direkt nach diesem Kampf sofort wieder ins Training einsteigen. Papa ordnet Druck an, der kommt auch, boxt schön aus der Mitte heraus, bringt sich hier in Position und feuert dann mal ein paar Serien ab, meist über die Außenbahn. Da haben die Schläge natürlich mehr Wucht, aber treffen oft auch die Doppeldeckung des Gegners. Die klassische Gerade zentral durch die Mitte geschlagen. Könnte ein Mittel sein, auch gegen diesen Gegner, der in der Ukraine geboren wurde, aber längst Weißrusse ist, Sergej Kamitsky. Ein Lächeln umspielt ihn. Und jetzt bin ich gespannt, wo er denn verbleibt, der Mundschutz. Schön bewegen, Hendrik hat recht. Genau. Okay. Genau. Und wie gesagt, die rechte nochmal ab und zu mal bringen, wa? Der hat sich jetzt schon so eingestellt auf deine linke. Ja. Hat er jetzt zum Schluss gemacht, da ist rechts dran, das ist immer gut. Dann nochmal die linke. Genau, so machst du weiter. Kein Experiment, der schön locker. Sergej. Gibt harte Hände ab. Mundschutz sitzt. Henrik Portratz in seiner Ecke. Und nun. Sergej, nicht die Vaseline vergessen. Nick, in die neutrale Ecke. Gut. Teilen. Und auch der Ringrichter hat sichtlich Spaß an seinem Auftritt. Feiert sich da ein bisschen selbst. Mustafa Erenay macht das auf eine, aus meiner Sicht, sympathische, generöse Art und Weise. Also in der Ecke, das der Vollständigkeit halber von Nick Hannig, da stehen Henrik Portratz aus seinem Boxverein in Bestensee, der in Mittenwalde wohnt, und die Allzweckwaffe des SES-Box-Teams, das ist Jörg Hohmann, der Cutman. Immer wieder auch international angefragt, Hohmann. Längst eine Instanz in der Cutman-Szene. Kamitsky wehrt sich schön. Auch variabel, mal die Schlag, mal die Führhand in den Gegner hineingesteckt. Und da ist ein Cut über dem rechten Auge von Nick Hannig. Und das ist ein gefährlicher Cut. Denn das Blut kann da durchaus ins Auge hineintropfen. Hier nicht gut zu sehen. Wenn er sich ein bisschen dreht, Hannig, über dem rechten Auge, dann ist das besser zu erkennen. Jetzt hier. Nichts Bedrohliches, aber Jörg Hohmann gerade angesprochen, der wird jetzt aktiv sein in der Rundenpause. Und es ist alles gut bei Nick Hannig. Aber Sie sehen, dritte Runde erst von achten. Das kann für Hannig durchaus ein Problemchen werden. Und jetzt macht er auch deshalb ein bisschen mehr Druck, erkennt natürlich die Situation. Und wenn er vor diesem Kampf sagt, ich würde hier gern über acht Runden gehen, dann hat er jetzt vielleicht anderes vor. Dieser Cut verändert die Kampfsituation
die Kampflage, die Strategie von Nick Hannig ganz offensichtlich. Geht jetzt energischer hinterher. Don't push. Ärgert ihn natürlich. Und wir gehen mal hinein. Natürlich in die blaue Ecke. Und jetzt ist Jörg Hohmann sofort da. Mit diesen Stäbchen. Und da ist er. Über dem rechten Auge. Dicke 2 Meter Risswunde. Ein Cut. 2 Meter wäre ein bisschen viel. Wir setzen noch mal einen Centi davor. Rechte Schwinger musst du aufpassen. Ansonsten alles andere steckt. Und jetzt, das ist auch klassisch, ganz ruhige Kommandos vom Trainer. Da könnte es passiert sein. Das war die rechte. Denk jetzt mal dran, wenn du den links hast und zieh die rechte nach. Ich sitze immer. Ja, gerade hin. Einfach 1, 2 oder seitlich rüber. Da platzt das Blut zum ersten Mal heraus. Und jetzt gilt es da, diese Wunde zu stillen. Kann eine Auswirkung haben für die nächsten Kämpfe. Wenn ich kann, ich jetzt glaubte, ich kann da im Februar schon wieder ran. So ein Cut kann einiges verändern, muss erst mal heilen. Und jetzt, das ist komplett richtig, die Rechte da direkt hochhaltend. Um nicht erwischt zu werden, ne, kann ich. Selbst wenn das in der Rundenpause jetzt nicht so klar war und die Trainer, auch sein eigener Vater, jetzt über diese Verletzung natürlich hinweggehen, wird in der Kabine nachher direkt agiert. Diese Verletzung entweder genäht, wenn möglich, vielleicht auch nur geklebt. Gibt es verschiedene Varianten. Hängt ein bisschen von der Schwere der Verletzung ab. Hannig will jetzt hier, das ist ganz klar, den vorzeitigen Sieg, um eben diese Verletzung nicht weiter aufplatzen zu lassen. Kampfbeginn bekommt dadurch eine neue Dynamik. Und die rechte ist oben, vorn Hannig. Wenn Kaminski hier gewinnen will, dann muss er immer wieder versuchen, die linke eben da auf dem rechten Auge zu platzieren. Trifft hier mit der rechten und da war die linke. Druck von Hannig nimmt beständig zu. Und der Cut nicht ganz geschlossen, aber auch nicht dramatisch offen. In 50 Sekunden, ab jetzt, ist diese vierte Runde und damit die Hälfte des Kampfes vorbei. Ja, rechte kommt noch nicht wirklich über die Führungshand des Linksauslegers hinweg. Der linke Kopfhaken im Moment erfolgreicher bei Hannig. Er muss seine rechte unterbringen, muss die platzieren. Sergej Mitschnik in der Ecke von Sergej Kaminski. War früher an der Seite von Nikolai Valujev, dadurch
hat er sich im deutschen Boxen einen Namen gemacht. Kamitzki selbst, sein Vater Igor, Ukrainer. Dort ist er auch geboren, aber Mama Lyudmila aus Belarusland. Und deshalb wurde er relativ schnell dann eben auch Belarusse, Sergej Kamitzki. Der zweifacher Papa ist, Sohn und Tochter hat, der normaler Schläger, der in der belarussischen Hauptstadt Minsk lebt und sich bisher sehr achtbar hier aus der Affäre zieht. Und ohne das hundertprozentig zu wissen, ist es naheliegend, dass es durchaus Schlagwirkung war, die für diesen Cut bei Hannig gesorgt hat. Und auch hier zu Beginn dieser fünften Runde sind da einige gute Hände von Kamitzki, der fast ein bisschen mehr schlägt. Hannig natürlich härter, druckvoller. Wirkt unbeeindruckt von Kamitzkis Händen. Aber durchaus eine gute Runde des Belarussen. Ein echter Männerkampf zwischen diesen beiden, zwischen Hannig und Kamitzki. Haken hin zum Körper. Gute Variabilität von Hannig, der die Ringmitte hält, seinen Gegner treibt. Aber Kamitzki steht bisher sehr stabil und wehrt sich. Aufwärtshaken mit der Führungshand von Hannig. Diese Pendelbewegung. Ja, beide warten sie auf die Aktion des Gegners, stehen da in der Distanz. Aber es ist natürlich schön, in die Aktion des Gegners hineinzuschlagen. Schläge, die oft deutlich mehr Wirkung zeigen als die, die der Gegner sehen kann. Hände bei Kamitzki jetzt unten. Er will ihn fordern, er will ihn, ja, das zeigt er hier auch an, ganz deutlich. Geht jetzt absichtlich da in die Defensive, an die Seile heran, Nick Hannig. Er will den Konter setzen. Seine harten Hände unterbringen. Jörg Hohmann schon wieder da mit seinem Stäbchen und natürlich auch Papa Andreas. Na, das ist doch toll, jetzt hast du noch. Du lagst aber, wenn du die rechte Zuse nachschießt, auf die wartet der schon. Heute nehmen wir mal kurz und dann nimm doch mal die linke nach. Okay. Du magst ja, wenn du links, rechts machst, die ahnt da ja. Das hältst du hinterher. Ja. Dann hol die mal jetzt kurz mal an und hol dann noch mal die linke. Nochmal. Der ist komplett geschlossen. Sechste Runde, alles gut. Du wuchst hier nur so weiter, ja? Nur die zwei, drei Sachen mal denken. Ja. Genau, richtig, wir holst jetzt weich. Ein harter Knochen, wa? Ja, also. Leg's einfach so. Richtig. Genau, richtig. Ja, top. Ein bisschen kleiner. Naja, also locker. Ach, bin ich verrückt? Bleib doch mal entspannt. Bist locker. Alles super. Ja. Schön, was ist hier? Ich muss mit dem Kopf nach vorne, ja? Ja, ja. Aufpassen. Das ist die Hannigsche Gesprächsrunde in der Ecke. Da wird gleich mal der Kampf ausgewertet, der Gegner noch mal bewertet. Aber Kinders, das Ding ist noch nicht zu Ende. Harter Knochen kam da vom Papa. In der Tat. Auch Sohn Lennox wird diesen Kampf natürlich verfolgen. Der Sohn von Nick, Andreas längst Opa. Lennox im April 2012 geboren, also schon 9 Jahre alt.
wird Papa natürlich die Daumen drücken und der marschiert jetzt. Der drückt jetzt, der schiebt auch mal ein bisschen. Und für Kaminski wäre es ganz sicher ein Erfolg, hier über die Runden zu gehen, diese Rolle des harten Knochens bis zum Ende zu bestätigen. Das könnte ihm dann neue Jobs besorgen in Westeuropa, wo naturgemäß ein bisschen mehr Geld gezahlt wird als in seiner bielorussischen Heimat. Deshalb brechen die Kampfrekorde dann am Ende meist ein von Boxern, die mal gut gestartet sind. Gilt genauso für Kaminski. Sich mit Kölling fit gemacht, Enrico Kölling, der da hinten in Reihe 2 sitzt. Im nächsten Jahr sich vorstellen kann, wieder für SES anzutreten. Auch deshalb ist er hier in der Halle. Ist noch aktiv, genauso wie Stefan Hertel, die es beide noch mal wissen wollen. Da ist er. Enrico Kölling. Schöne Linke von Hannig. Schöne Szene. Junior und Senior direkt nebeneinander. Schießt die Rechte ab. Und wieder ist Kaminski da, wieder wehrt er sich. Gruß in die eigene Fanschar. Aber Kaminski bleibt weiterhin wach. In Kamjanets-Podilski in der Ukraine geboren, in Minsk leben. Hat die letzten 7 Kämpfe verloren und alle seine ersten 18 Kämpfe gewonnen, Kaminski. Also der kann durchaus boxen, das beweist er hier. Und früh in seiner Karriere, da waren gute Kaliber in seinem Kampfrekord. Koren Gebor beispielsweise 2006 in Cuxhaven hat er gegen den geboxt. Gegen den großen Gennady Golovkin hat er verloren 2007 in Köln. Gegen Lukas Konechny hat er geboxt 2009 in Jekaterinburg. Und 2014 in Dessau in der Anhalt Arena gegen den großen Robert Stieglitz. Linke drin. Aber die rechte muss da hinterher. Die rechte Hand, die verteidigt Kaminski bisher sehr gut. Achtet vor allen Dingen darauf. Und natürlich ist sie ein bisschen gehemmt durch diesen Cut. Da fasst er sich jetzt noch mal hin. Überprüft, wie weit bin ich da aufgerissen. Tropft vielleicht Blut ins Auge. Kein Selbstläufer für Nick Hannig. Und immer wieder titscht er mit der Linken da rein, der Kaminski.
Und Sie sehen das. Deswegen auch diese Bewegung mit dem Handschuh. Das hat er selbst gespürt, dass der Cut wieder ein bisschen aufgegangen ist. Und das hat eben zu tun mit diesen leichten Händen, den leichten linken und mal schwerer, so wie gerade eben von Kaminski. Das wird schwer für den sechsten vorzeitigen Sieg, den sechsten K.O. durch Nick Hannig, der einmal verloren hat gegen diesen Ralf Vilcans angesprochen. Der Kampf im Hyatt Regency Hotel von Belgrad. Im Mai war das seine erste Niederlage zuvor, dieses Unentschieden gegen Rino Liebenberg, den Südafrikaner. In Wiesbaden konnte das anschließend dann in Berlin korrigieren. Hannig mit einem Sieg über 12 Runden, ebenfalls im Maritimhotel, aber eben in einer anderen Stadt. Und jetzt geht er gleich in die letzte Runde. Nick Hannig, der nach Punkten deutlich führen sollte, aber der trotzdem eine schöne Aufgabe hat. 7 Runden sind überstanden. Letzte Runde, Feuer frei. Ja, alles gut. Macht die noch, ist noch richtig. Schön konzentrieren, weiter so machen, kein Experiment. Und der Haut, ich bin da, muss aufpassen, mal schön aufpassen. Mal nicht leichtsinnig werden, genau so ist es. Wie gesagt, du machst jetzt genauso weiter. Und wie gesagt, wenn du am Seil hast, dann kannst du mal zwei Hände mehr hauen, dann kommt er dann schnell zurück. Drücken mal richtig rein. Locker an, wofür ich das genau. Der wird noch mal jetzt noch mal ja sehen, den Gegner. Und los, letzte Runde, alle nochmal. Letzte Runde für Nick Hannig und da wird es auch noch mal laut im heimischen Billardsalon im Pro. In einem Waldstückchen vor Königs Wusterhausen gelegen. Wunderschöne Bar mit angeschlossenem Billardsalon. Auch Diskotheken werden da veranstaltet. Und natürlich ist der Laden jetzt voll und alle sind dabei bei ihrem Nick Hannig, der gewinnen sollte. Aber der kämpfen muss und der natürlich jetzt nochmal den vorzeitigen Sieg sucht gegen einen Mann, der sich tapfer verteidigt, der genau die richtige Wahl war, Sergej Kaminski, der sich nicht hinwirft in den Ringstaub. Er hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Aber er will diese 8 Runden gehen und das sieht momentan für den Bielorussen sehr gut aus. Cut wieder offen. Wird er am Ende das Risiko noch mal steigern, Nick Hannig? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er jetzt noch mal reingeht. Dass er mehr riskiert kurz vor Ende. Ihm die Cut-Verletzung jetzt für diese letzten 80 Sekunden mal ganz egal ist. Papa feuert ihn an. Aber Kaminski, auch das ist deutlich, ist momentan rein körperlich, so wie er da auf den Beinen unterwegs ist, von einem K.O. doch eine Weile entfernt. Ist immer noch mit eigenen guten Händen dabei. Kaminski, gerade eben war die rechte im Ziel.
Halbe noch. Er geht noch mal hin. 15 Sekunden, Nick Hannig. Schießt noch mal ein paar Hände ab. Aber das wird nicht reichen für einen vorzeitigen Sieg. Good match. Genau so kann man es formulieren. Wie der Ringrichter selbst. Wie Mustafa Erenay. Arm hoch für den Sieger. Das sollte er durchaus sein. Nick Hannig muss als erstes allerdings zum Cutman zu Jörg Hohmann. Und das sagt einiges auch über seine Leistung aus, über die von Sergej Kamitzki. Jetzt hat er da freie Hand. Hohmann kann entsprechend Vaseline hineinwerfen in die Wunde. Jetzt wird er noch mal ein bisschen schick gemacht. Da hinten auch sein Manager im Bild, der ihn seit 2016 betreut. Siegerfotos gibt es hier erst, wenn Hohmann seines Amtes gewaltet hat. Und das ist genau jetzt passiert. Papa darf auch noch hin. Andreas und natürlich auch der dritte Mann im Ring, beziehungsweise in der Ecke, Henrik Potratz. Sergej Mischnick hat seinen Schützling gut eingestellt und schickt den jetzt erst einmal zur Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, es war ein packender Fight. Aber die Richter, die Punktrichter sind sich einig. Einstimmiges Ergebnis für den Gewinner dieses Kampfes. Und dieser heißt Nick Mr. Business Hannig. Herzlichen Glückwunsch. Das Urteil einstimmig für Nick Hannig, wie nicht anders zu erwarten. Und der ist jetzt bereit bei Sabrina Abramowski. Tja, manchmal sind die Gänsekeulen in dieser Zeit etwas zäh. Heute war es Sergej Kamitzki, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine harte Nuss. Aber genauso habe ich es mir vorgestellt. Über den Rund gehen, klare Aktionen bringen. Das umsetzen, was man im Training eben jedes Mal trainiert. Und hat genauso den Sinn und Zweck erfüllt. Wir haben, denke ich mal, eine überzeugende Leistung gebracht. Und das war heute wichtig. Trotzdem, Ihre Rechte, war die schon ein bisschen im Weihnachtsurlaub? Ja, die ist immer im Weihnachtsurlaub. Aber ja, ich bin halt Linksputsch und deswegen schule ich mich immer auf meine Linke und die ist verlässlich. Die Rechte kann verbessert werden, auf jeden Fall. Und jetzt kann man natürlich noch Grüße nach Königs Wusterhausen senden und sagen, dass mit dem Cut alles in Ordnung ist, oder? Wie bitte nochmal? Und sagen, dass mit dem Cut alles in Ordnung ist. Also, liebe Pro und Pool and Dance Hall, danke, dass ihr da wart. Mit dem zweiten sieht man besser. Danke, dass ihr alle zugeguckt habt. Und bis gleich. Also die Slogans üben wir nochmal, die für den Mitteldeutschen Rundfunk gelten. Herzlichen Dank, Nick Hannig. Und das war's hier in der Sport im Osten Livestream-Show vom Boxen. Wir sehen uns gleich wieder 22.45 Uhr und dann mit der Deutschen Meisterschaft zwischen Michael Eifert und Nils Schmidt und natürlich der Internationalen Deutschen Meisterschaft zwischen Roman Fress und Adam Usimov. Bis gleich. Und.